Jubel für Hitler. Der Diktator und Kriegsherr auf dem Höhepunkt seiner Macht nach dem Sieg über Frankreich 1940. Wer denkt jetzt an Widerstand? Wenn ein Einmarsch in Polen in wenigen Wochen zu einem großen Sieg führt, wenn dann kurz darauf entsprechende Siege im Norden und im Süden und im Westen Europas möglich geworden sind, dann ist das Militär sehr schwer zu bewegen, zu sagen, der Mann, der das alles hier gemacht hat, den wollen wir jetzt absetzen. Juni 1941. Überfall auf die Sowjetunion. Hitlers Vernichtungskrieg im Osten. Auch hier wird zuerst gesiegt. Doch gibt es Menschen, die den mörderischen Wahn erkennen und handeln wollen. Mit jedem Tag verlieren Tausende von Menschen an allen Fronten und in der Heimat und überall und in den Konzentrationslagern ihr Leben. Es kommt schließlich gar nicht mehr darauf an, ob man verständlich zu machen weiß, warum. Es kommt nur darauf an, diesen Morden endlich ein Ende zu machen. Hitler auf Besuch bei der Heeresgruppe Mitte. Im Sommer 1941 gibt es hier noch Jubel. Er ahnt nicht, dass aus diesen Reihen Widerstand erwachsen wird und mehr. Im Frühjahr 1943 wird hier ein Attentat geplant. Von Oberst Henning von Treskow und anderen Offizieren aus dem Stab der Heeresgruppe Mitte. Man war damals in einer Zeit, wo es darauf ankam, auf irgendeine Art Hitler und seine Clique zu beseitigen. Und welche Möglichkeiten sich nun boten, mussten einfach beim Schopf ergriffen werden. Am 13. März 1943 besucht Hitler den Stab der Heeresgruppe Mitte in Smolensk. Er weiß nicht, dass in diesen Stunden eine Bombe in sein Flugzeug geschmuggelt wird. Durch Treskows Adjutanten Fabian von Schlabrendorf. Treskow war entschlossen, diesen Besuch Adolf Hitlers beim Oberkommando der Heeresgruppe Mitte zu einem großen Schlage gegen Adolf Hitler auszunutzen. Die sogenannte Führermaschine, eine Focke Wulf 200 mit spezieller Panzerung gegen Angriffe von außen. Doch die Bombe mit dem Zeitzünder befindet sich im Flugzeug. Nach unserer Rechnung musste die Bombe in Höhe von Minsk explodieren, das Flugzeug zerreißen, über Minsk abstürzen. Das Flugzeug Hitlers wurde begleitet durch zwei Jäger. Die Jäger standen mit uns in Funkverbindung. Als das Flugzeug Adolf Hitlers über Minsk war, erhielten wir keine Nachricht. Wiederum eine Stunde später erreichte uns die Meldung, dass das Flugzeug Hitlers sicher in Rastenburg gelandet sei. Wir waren erschüttert darüber, dass die Bombe und der Zünder zur Bombe versagt hatten. Einer von etwa 40 Attentatsversuchen und Plänen, die scheiterten. Der Wille, Hitler zu ermorden, wächst in einem Krieg, der alles bis dahin Gekannte an Unmenschlichkeit übertrifft, von Anfang an. Hitler findet genügend Generäle à la Keitel, die bereit sind, verbrecherische Befehle mitzuprägen, mitzutragen, willig zu vollstrecken. Der sogenannte Gerichtsbarkeitserlass gewährt Soldaten, die Kriegsverbrechen begehen, Straffreiheit. Der Kommissarbefehl erlaubt umgehende Tötung politischer Offiziere der Roten Armee. Einige Stabsoffiziere der Wehrmacht zeigen mehr Courage als ihre Generäle. Treskow hat damals versucht, den Feldmarschall Box
zu zwingen, zu Hitler zu gehen und ihm zu sagen, hier, bitteschön, nimm den Befehl zurück, sonst trete ich zurück. Doch weder interveniert der Feldmarschall, noch droht er Hitler mit Rücktritt. Henning von Treskow ist von der Haltung seines Onkels Fedor von Bock enttäuscht. Mein Vater hat versucht, wo er konnte, dagegen zu protestieren, seine Oberen dazu zu bringen, Protest einzulegen. Sie haben natürlich nie gewollt, also auf jeden Fall mein Vater mit Sicherheit nicht, dass dieses Heer dazu benutzt wurde, einen Vernichtungskrieg zu führen. Der hat längst begonnen. Und vor allem Juden fallen ihm zum Opfer. Aufnahmen einer Massenerschießung im lettischen Libau. Was dort geschieht, geschieht fast überall hinter der Front. Auch bei der Heeresgruppe Mitte. Bei Borisow in der Ukraine sterben im September 1941 Tausende von Menschen. Eine Jüdin, die in einem Berg von Leichen überlebte. Wissen Sie, an was man in einem solchen Moment denkt? An nichts mehr. Man kann nicht mehr denken. Es ist so unfassbar. Ich wusste nur, dass es das Ende ist und nicht nur für mich. Es waren fast 2000 Menschen. Ein Mann aus dem Stabe Henning von Treskows wird zufällig Zeuge des Massakers aus der Luft. Es ist Karl-Hans Graf von Hardenberg. Und da sah er am Rand so eine Reihe von, was man, wenn man näher kam, auch sehen konnte, Juden aufgestellt und wurden nun nacheinander abgeschossen und fielen dann in die Grube. Vielleicht tot, vielleicht auch gar nicht tot unbedingt. Und dieses Erlebnis hat ihm den Rest gegeben für die Entscheidung, ja, die Nazis müssen weg. Oder sagen wir mal, Hitler muss weg. Hardenberg erstattet umgehend Bericht. Anwesend ist neben Treskow und Schlabrendorf auch Bock, Befehlshaber der Heeresgruppe Mitte. Der sagt, er sei Militär und wolle sich aus der Politik raushalten. Treskow ist empört. Ich habe ihn einmal erlebt, als er mit hochrotem Kopf davon sprach, dass im Mittelabschnitt eine große Anzahl von Juden auf brutalste Weise ermordet wurden. Und ich erinnere mich, wie er sagte, und das Schweigen unsere Generäle. Die Generalfeldmarschälle von Bock und von Kluge beobachten die Bereitstellung der Verbände. Nur nach vorne schauen und nicht hinter die Front. Dabei findet der Vernichtungskrieg überall statt. Und viele Generale tragen ihn mit. Und ein Stück weit sind auch die Männer, die Hitler verachten, in ihn verstrickt. Die Sümpfe bei Smolensk. Als 1A der Heeresgruppe Mitte ist Treskow mitverantwortlich für die Bekämpfung von Partisanen. In einigen Fällen ordnet er Erschießungen an, als die Anschläge zunehmen. Der SS und ihren Einsatzgruppen aber dient der Partisanenkampf auch als Deckmantel für den Judenmord. Was heißt das für einen wie Treskow? Was die SS-Einheiten im rückwärtigen Heeresgebiet gemacht haben, müssen für ihn entsetzlich gewesen sein. Und einfach eine entsetzliche Pein. Das hat er selbstverständlich gewusst, ja. Denn er hat ja auch die Berichte auf seinen Schreibtisch gekriegt. Aber vielleicht ist er ja deswegen dann auch so ein wütender Gegner Hitlers geworden, nicht? Sonst hätte er ja kein wütender Gegner sein müssen. Auf die Mordkommandos hat die Wehrmacht keinen Einfluss. Aus Treskows Stab kommt Protest gegen die Verbrechen. Doch es gibt auch Kontakt zu solchen, die das Morden vollstrecken, wie Arthur Nebe, Leiter einer Einsatzgruppe. Arthur Nebe ist mit Sicherheit eine schillernde Figur, denke ich mal. Aber der hat es zumindest verstanden, sich gegenüber Mitgliedern des Widerstandes als unzweifelhaft auf deren Seite stehend zu gerieren. Seine Verbrechen sind den Verschwörern bekannt. Darf man mit ihm kooperieren? Man hat mit den Wölfen geheult
um den obersten Wolf zu Fall zu bringen, um ihn zu zerreißen. Das ist gar kein Zweifel. Man hat mit jedem paktiert, der gegen Hitler war. Stalingrad, die Wende. Immer mehr wird der selbstmörderische Charakter dieses Krieges offenbar. Der Widerstand erhält Auftrieb, gewinnt an Argumenten und an Zulauf. Ist die sich abzeichnende Niederlage das entscheidende Motiv? Die Wahrheit wird sein, dass der wirkliche Anstoß, Widerstand zu leisten bis zum Tyrannenmord, erst in dem Augenblick konkrete Form annahm, als die Niederlage Deutschlands für jedermann sichtbar wurde. Sodass die Motivationen der Widerständler ganz gewiss auch nicht allein darin bestanden, den Holocaust zu stoppen, sondern auch Deutschland vor dem zu bewahren, was es angerichtet hat. Kriegswinter in München, Anfang 1943. Hier regt sich ein Widerstand, der nicht die Mittel hat, Hitler zu töten. Der aufbegehrt gegen das Wegsehen. Es sind Studenten dieser Universität, die sich zusammenfinden. Die Weiße Rose war eine Gruppe von jungen Studenten mit den gleichen Interessen, hauptsächlich kulturell, Musik, Kunst, Literatur, Philosophie, aber gleichzeitig derselben politischen Ansicht waren. Sophie und Hans Scholl, Alexander Schmorell, Willi Graf, Christoph Probst. Und einer, der mehr als die anderen das Grauen mit eigenen Augen sah, Georg Wittgenstein. Erst als wir dann erfuhren, was wirklich geschah, was mit den Juden passierte, was mit den Polen passierte, wie die Kriegsgefangenen behandelt wurden, wurde es immer klarer, dass diese Regierung beseitigt werden müsse. Einige von ihnen waren aus Überzeugung in der Hitlerjugend mitmarschiert und einige auch in den Krieg. Bis der sein schreckliches Gesicht zeigt. Nun protestiert die Weiße Rose gegen das Verbrechen wider die Menschlichkeit. Gegen die sinnlose Opferung der eigenen Soldaten wie bei Stalingrad. Deswegen muss das Volk, das deutsche Volk, erfahren, was los ist. Und welches Spiel, welche Betrügerei Hitler mit dem Volk treibt. München, Franz-Josef-Straße 13. Die Wohnung der Geschwister Scholl. Hier entstehen die Flugblätter, die die Menschen aufrütteln sollen. Sie sind die einzigen Dokumente, die den Judenmord öffentlich anprangern. Sie werden verschickt und verteilt auf geheimen Wegen. Diese Flugblätter sind ja eigentlich die schönsten Dokumente des Widerstands, die wir haben, weil sie auch sehr konkret sind und ungeheuer mutig. Sie fordern die Jugend auf, mit Hitler abzurechnen. Menschen, die eben das Gewissen und das Wissen um das, was im Namen der Deutschen und von Deutschen geschieht, nicht mehr länger einfach mitgemacht oder mit Schweigen mitgemacht haben. Die Ludwig-Maximilian-Universität in München. Auch hier werden die Flugblätter verteilt. 18. Februar 1943. Wieder wollen Sophie und Hans Scholl ein Zeichen setzen. Es ist das letzte Mal. Die Geschwister Scholl werden von einem Hausmeister gestellt. Sie werden verhaftet, eingesperrt in München-Stadelheim. Das Regime macht kurzen Prozess. In einem Eilverfahren werden 6 Mitglieder der Weißen Rose zum Tode verurteilt. Andere bleiben in Haft.
Der junge Aufstand des Gewissens. Man darf die Scholls nicht alleine sehen, man darf keiner der Freunde alleine sehen. Das war ein Freundeskreis, die miteinander das Ganze auf sich genommen haben und das alles ertragen und letztlich dann auch mit dem Leben besiegelt haben. Sie haben Hitler widerstanden, mit der Macht des Mutes. Das ist ja langsam erst gewachsen, der zivile Widerstand. Obwohl der zivile Widerstand ja viel stärker war wie der militärische. Aber der militärische Widerstand war entscheidend, weil das Militär allein die Macht hatte, Hitler zu stürzen. Doch welcher Militär ist dazu bereit und in der Lage? Die Suche ist schwierig. Henning von Treskow setzt seine Hoffnungen auf Generalfeldmarschall von Manstein, Chef der Heeresgruppe Süd. Im Februar 1943 besucht er ihn in seinem Hauptquartier in Saporoschje. Manstein weiß um die Verbrechen, auch wenn er es später leugnet. Und er sieht das militärische Debakel. Wird er sich anschließen? Sie haben sich über die militärische Lage sehr bald geeinigt, dass die schlecht wäre und was da zu tun war und so weiter. Aber als Treskow dann, nachdem das Gespräch über die militärische Lage beendet war, in das Politische ging, hat Manstein sehr bald abgeblockt, sodass Treskow merkte, dass da nichts zu machen war. Und verbittert über Manstein ist dann Treskow zurückgekommen. Notfalls muss es ohne die Generale geschehen. Oberst Henning von Treskow und sein Adjutant Fabian von Schlabrendorf suchen nach der geeigneten Methode, den Diktator umzubringen. Tests mit Sprengstoff. Ist das der sichere Weg? Treskow hat mehrere Pläne geschmiedet. Nun beginnt das Warten auf die Gelegenheit. März 1943. Hitler kündigt nach langem Drängen einen Besuch bei der Heeresgruppe Mitte an. Als er sich ansagte, wurden sofort die Vorbereitungen getroffen. Wer ist da? Und dann wurde festgestellt, vom Reiterverband waren 4 Offiziere bereit, die persönlich gefragt worden waren. Philipp von Böselagers Bruder Georg soll den ersten Schuss abgeben. Und auch von dem Stab der Heeresgruppe waren auch insgesamt 4 Offiziere bereit, auf den Hitler zu schießen. Und es war klar, das kann nur im Casino geschehen. Ein Pistolenattentat beim gemeinsamen Essen. Ein riskantes Unternehmen. Die Mitglieder des Widerstandes waren ja keine leichtfertigen Draufgänger, sondern die haben, glaube ich, sich das sehr wohl und sehr intensiv überlegt, was man tun darf und was man eben eigentlich tun muss. Doch wie einen Mann töten, der gut bewacht ist? Und dann war genau besprochen, wo der Hitler sitzt, wie das sein soll. Der Kluge sitzt in der Mitte, der Hitler auf der einen Seite, der Himmel auf der anderen Seite. Die Armee oder Befehlshaber gegenüber und neben ihm. Und die Offiziere, die das Attentat durchführen sollten, sitzen eben im Halbkreis, dass sie also konzentrisch auf Hitler und Himmler schießen konnten. Es war genau besprochen, wer auf Himmler schießt, wer auf Hitler schießt. Das Attentat sollte beginnen sofort, wenn wir alles saßen. Also nicht erst, wenn der Hitler geredet hätte oder so, sondern so wie alles Platz genommen hatte, sollte sofort das Attentat stattfinden. Feldmarschall von Kluge, er weiß von der Verschwörung in seiner Heeresgruppe. Ich hatte Kluge das gesagt, dass der Hitler wahrscheinlich nicht mehr lebend aus dem Heeresgruppenstab nach Hause fliegen würde. Und da hat er nur genickt. Er hatte nichts gesagt, jawohl, das ist gut, sondern er hatte nur genickt. Er war also einverstanden. Aber aktiv einzugreifen, das wollte er nicht, nein. Aber er hätte sich nach einem gelungenen Putsch, hätte er sich wohl zur Verfügung gestellt. Aber aktiv sich an einem Putsch mitmachen, das wollte er nicht. Man mutmaßt, Hitler trage eine kugelsichere Weste und eine Mütze mit Stahleinlage. Probeschüsse. Gibt es Skrupel? Ich habe oft noch Zweifel gehabt. Angst gehabt, nicht Zweifel, dass das richtig wäre, sondern Angst, ob das glücken würde. Ich war keineswegs überzeugt davon, dass das Attentat mit allen Folgerungen glücken würde. Doch dann gibt es politische Zweifel, die das Attentat in Frage stellen.
das Bedenken gegenüber dem Pistolenattentat im Frühjahr 1943, weil damals Hitler alleine Besuch bei der Heeresgruppe Mitte machte und nicht Himmler und Goebbels dabei gewesen sind und man insbesondere davor Angst hatte, dass Himmler die Situation dann ausnutzt, um Wehrmacht und SS gegeneinander zu hetzen. Als Hitler am 13. März 1943 in Smolensk landet, sind die Verschwörer überrascht, dass er ohne seinen Helfer Himmler kommt. Feldmarschall von Kluge schreitet ein, verbietet das Attentat in letzter Minute. Er befürchtet einen Bürgerkrieg zwischen Wehrmacht und SS. Bei mir brach Entsetzen aus, weil es war so fest, man war sich so seiner Sache schon sicher und hatte so lange mit sich gerungen. Aber es sah damals im Moment anders aus und man musste ja ad hoc entscheiden. Doch Henning von Treskow hat vorgesorgt. Nachdem das Pistolenattentat gescheitert ist, weil der Kluge das verboten hatte, hat Treskow sofort umgeschaltet und versucht, den Hitler umzubringen durch zwei Bomben. Schon seit Wochen haben Treskow und Schlabrendorf Vorbereitungen für ein Sprengstoffattentat getroffen. Sogenannte Clam-Minen britischer Herkunft haben sich als besonders geeignet erwiesen. In einem Geschenkpaket sollen sie in Hitlers Flugzeug geschmuggelt werden. Ein lautloser Säurezünder wird installiert. Es soll wie ein Unfall aussehen. Der Unterschied war der, dass im einen Fall klar war, dass das Heer Hitler umgebracht hatte. Im anderen Fall wäre es anders gewesen. Es wäre ein technischer Unfall gewesen, es wäre gar nicht das Heer gewesen. Sondern Himmler hätte gar keinen Grund gehabt, die Macht zu übernehmen. Kurz vor Abflug macht Schlabrendorf die Bombe scharf. Abschied von Hitler. Durch eine List gerät die Bombe an Bord. Und Schlabrendorf brachte diese Bombe nun ans Flugzeug. Und die kamen unten in den Gepäckraum. Unter der Maschine war dieser Gepäckraum, da wurden die reingelegt. Und man hat gleich nach Berlin zu Oster Alarm durchgegeben. Bei Minsk fliegt der Hitler runter. Für den Fall, dass das Attentat gelingt, liegen in Berlin im Bendlerblock Pläne für den Umsturz im Reich vor. Es gab eine Organisation insgesamt, die dann wie eine Lawine fortsetzen sollen durch das Militär. Ja, man hätte dann versucht, sofort Verhandlungen mit den Alliierten aufzunehmen. Im Bendlerblock befindet sich auch das Amt für militärische Abwehr des Oberkommandos der Wehrmacht. Stabschef ist Hans Oster, der Verbindungsmann der Verschwörer. Es war oft eben eine wahnsinnige Spannung zu Hause. Und dann sagten wir Kinder schon immer zu meiner Mutter, mein Gott, wann klappt es denn nur endlich? Diese Stimmung ist ja nicht auszuhalten. Und dann sagt er, bitte nehmt Rücksicht. Und dann sind wieder furchtbare Dinge im Gange. Oder es ist wieder besonders brenzlig. Oder das, wenn man dann mal so ein bisschen salopp, sagte man dann auch schon mal Himmel, Donnerwetter, wenn sie es nicht können, sollen sie es doch lassen. Oder so einen schlimmen Satz, sagte man dann durchaus mal. Weil man eben, diese Spannung war wirklich sehr schwer zu ertragen. Auf die Meldung vom Absturz Hitlers am 13. März 1943 wartet man vergebens. Er landete in Rastenburg. Das war natürlich eine entsetzliche Sache. Eine furchtbare Enttäuschung, die zweite Enttäuschung an dem Tag. Henning von Treskow muss handeln. Denn die als Geschenk getarnte Bombe ist auf dem Weg zum ahnungslosen Empfänger General Stief. Das Komplott droht aufzufliegen. Was machen wir jetzt? Wie bringen wir diesen Sprengstoff wieder da raus? Wir können doch nicht das einfach dem Stief überlassen, dass er statt des Cointreaus plötzlich englischen Sprengstoff auspackt. Ja. Fabian von Schlabrendorf eilt dem ahnungslosen Boten nach. Schlabrendorf ist dann mit der nächsten Puriermaschine wieder ins Führerhauptquartier geflogen und hat bei Brand dieses Paket mit den beiden Bomben abgenommen. Und der Brand hat dann noch furchtbar geschottelt. Das beschreibt er auch so mal, dass er da also einen Schreck gekriegt hat, als der
Empfänger eben das Paket noch so lachend hingewedelt hat oder beinahe zugeworfen. Weil man ja dann vielleicht annimmt, jetzt kann der Sprengstoff doch noch in die Luft gehen. Als Schlabrendorf von Hitlers Hauptquartier nach Berlin fährt, hat er die Bomben bei sich. Er ist dann mit den Bomben im Zug, im Schlafwagenzug, der immer zwischen Berlin und dem Führerhauptquartier hin und her fuhr, nach Berlin gefahren, hat sie in ein Abteil eingeschlossen, hat sehr vorsichtig die Zünder untersucht und gesehen, die Zünder haben gezündet, aber nicht das Zündplättchen durchgeschlagen. Der Säurezünder war aktiviert, der Haltedraht zerfressen. Die Feder hatte den Schlagbolzen auf das Zündplättchen katapultiert und dennoch. Diese Aktentasche wurde nicht in den Raum, in dem Hitler im Flugzeug saß und der natürlich beheizt war, sondern unten in den Flugzeugbauch getan und war damit dort einem Frost ausgesetzt, unter dem die Bombe nicht explodieren konnte. Die Verschwörer lassen sich nicht entmutigen. Henning von Treskow zieht Oberst Rudolf von Gersdorf ins Vertrauen bei einem Spaziergang am Dnieper. Während der Unterhaltung sagte Treskow zu mir, ist es nicht ungeheuerlich, dass hier zwei Obersten im Generalstab der Wehrmacht sich überlegen, wie sie am besten ihren obersten Befehlshaber töten könnten. Aber es muss eben sein. Die Männer sind sich einig. Hitler muss weg. Nach kurzer Besinnung erklärte ich mich bereit. Ich fragte Treskow, was kommt danach? Er versicherte mir, dass alle Vorbereitungen für einen Staatsstreich getroffen seien und dass dieser Staatsstreich nach menschlicher Voraussicht erfolgreich sein würde. Gersdorf fliegt nach Berlin. Am 21. März 1943 wird Hitler eine Ausstellung eröffnen zum Heldengedenktag im Zeughaus. Dort will Gersdorf ein Sprengstoffattentat verüben. Somit kam es dazu, dass er ins Zeughaus ging, gleich noch am selben Tag, und dort die ganzen Räume ablief und nach einer geeigneten Stelle suchte, wo er die Sprengstoffladung unterbringen konnte oder verstecken konnte, sodass sie nicht sichtbar waren. Denn er hoffte immer noch, dass er sein eigenes Leben retten konnte. Die Bombe verstecken. Vor Ort herrschen höchste Sicherheitsvorkehrungen. Er muss sich selbst mit Hitler in die Luft sprengen. Es wimmelte scheinbar von SS- und SD-Soldaten. Und er ging wahrscheinlich sehr traurig zurück ins Hotel Eden. In der Nacht vor dem geplanten Anschlag bringt Schlabrendorf die Bomben zu Gersdorf. Es sind die Klärminen aus dem Flugzeug. Diesmal mit einem 10-Minuten-Zeitzünder. Also um Mitternacht Fabian von Schlabrendorf zu ihm kam und ihm noch die Haftminen, die Clems Haftminen brachte. Er schreibt, er hätte kein Auge zugedrückt. Na, das kann ich verstehen. Und ich glaube, es war ihm erstmal wirklich klar, in der Nacht vom 20. auf den 21. März, dass er am nächsten Tag sterben wird. Gersdorf will die Bomben in der Manteltasche zünden und Hitler so nah wie möglich kommen. Er saß in einer Todeszelle in seinem Hotelzimmer im Hotel Eden. Das müssen schlimme Gedanken gewesen sein. Jedes Jahr das gleiche Ritual. Heldengedenktag in Berlin. Es ist der 21. März 1943. Der Führer begibt sich zum Zeughaus, der historischen Weihestätte deutschen Soldatentums. Der Reichsmarschall. Hitler wird zuerst die Rede zum Gedenktag halten
und anschließend eine Ausstellung eröffnen mit Beutewaffen der Heeresgruppe Mitte. Dabei soll es geschehen. Zum vierten Mal begehen wir den Heldengedenktag unseres Volkes in diesem Raume. Die Verlegung der Frist fand statt, weil ich glaubte, dass jetzt die Stätten meiner Arbeit, an die ich seit Monaten gebunden war, mit ruhigem Gewissen verlassen zu können. Gersdorf befindet sich in einer der vorderen Reihen. Und diese Minuten, wo alle auf Hitler schauten, benutzte mein Vater, um den Zünder in seiner linken Manteltasche zu betätigen. Gersdorf hat den Auftrag, Hitler die Waffen zu zeigen. Der Führer begibt sich nun den Mittelgang entlang in eine Sonderausstellung im Zeughaus, die dem Kampf an der Ostfront gewidmet ist. Erklärte ihm die ersten Beutestücke, sah aber, dass Hitler überhaupt kein Interesse für diese Waffen fand. Hitler ging schnurstracks auf einen Seitenausgang zu, verabschiedete sich von meinem Vater und das nach 2,5 oder 3 Minuten. Der Führer verlässt das Zeughaus. Früher als geplant. In 6 Minuten soll die Bombe detonieren. Gersdorf eilt auf die Toilette, entfernt den Zünder, rettet in letzter Minute sein Leben. Tja, vielleicht erleichtert oder auch nicht. Er hat sein Leben wiedergefunden. Aber der Widerstand, das alles ist schiefgegangen. Doch was, wenn das Attentat geglückt wäre? Wie hätte das Volk reagiert? Diese Frage ist für die Köpfe der Verschwörung zweitrangig. Tausend Kilometer weiter im Osten erfährt Henning von Treskow in seinem Quartier, dass auch dieser Attentatsversuch gescheitert ist. Der Führer hat das Zeughaus verlassen. Ein Schock. Wenn man weiß, wie oft Hitler davongekommen ist, diesen Anschlägen entkommen ist. Da kann man ja fast auch, wenn man nicht gottgläubig ist, an eine Führung der Vorsehung denken, die diesen Mann beschützt hat, was natürlich Blödsinn ist. Aber immerhin, man kann da, wenn man die Häufigkeit dieser Fehlschläge kennt, dann kommen einem schon ganz merkwürdige Gedanken. Die Aktivitäten des Widerstands verlagern sich von der Front in das Zentrum der Macht und in den Berliner Bendlerblock. Hier tritt im Herbst 1943 mit Klaus Graf Schenk von Stauffenberg ein Mann auf den Plan, der neben Treskow das Handeln der Militäropposition entscheidend bestimmen wird. Neue Pläne entstehen. Es sollte eine neue Uniform Hitler vorgeführt werden. Und für diesen Plan bedurfte es jemandes, der wirklich von der Front kam und dem man gewissermaßen ohne Verdacht bei Hitler und seiner Umgebung auszulösen, präsentieren konnte als einen tapferen Offizier der Wehrmacht. Die Wahl fällt auf Axel von dem Busche. Er hasst Hitler. Der hochdekorierte Offizier war Zeuge eines Massakers bei Dubno in der Ukraine. Organisierter Massenmord auf Befehl des Staatschefs mit deutschen Organen. Man wusste, hier ist etwas passiert, da fehlen jede Kategorien zu.
Das Geschehene öffnet von dem Busche die Augen. Die Angemessenheit, dass der Adolf als oberster Befehlshaber, Staatschef, umgebracht werden musste, war ein echter Akt der Notwehr. Und nur ihn umzubringen, konnte diese Maschine auf ein neues Gleis verhelfen. Potsdam, Mangerstraße 26. Treffpunkt der Verschwörer. Zusammen mit seinem Regimentskameraden Helmut von Gottberg baut von dem Busche die Bombe. Er will sich bei der Uniformvorführung mit Hitler in die Luft sprengen. Da hat er dann mit Busche zusammen, hatten sie zwei Handgranaten organisiert. Und mein Vater hat auch erstaunlich, hat mich selber als Jungen sehr verblüfft gesagt, es war irrsinnig schwierig, mitten im Krieg in Deutschland zwei Handgranaten aufzutreiben. Das war also ein wahnsinniger Aufwand. Und er ist heute noch dem Unteroffizier, der ihm die aus der Waffenkammer gegeben hat, ausgesprochen dankbar gewesen. Handgranatenstiel und Zünder werden für die Bombe benötigt. Diesmal soll es sicher sein. Der Sprengsatz schon nach 4 Sekunden explodieren. Ein faustgroßer Gegenstand soll die Geschichte verändern. Den Zustand für einen Staatsstreich zu schaffen und damit sich und der Welt zu beweisen, dass wir aus diesen Dingen, die unseren Namen ja bis noch Generationen überschatten werden, selbst befreien zu können. Doch wieder geschieht etwas, womit die Verschwörer nicht gerechnet haben. Anfang Dezember 1943, alliierter Bombenangriff auf Berlin. Nicht nur ganze Wohnviertel werden zerstört, auch der Zug mit den Uniformen wird ein Raub der Flammen. Ein oder zwei Tage vor diesem vorgesehenen Attentat wurden die Uniformen durch einen Luftangriff der Engländer zerstört. Auf diese Weise war wieder einmal ein Attentatplan zunichte gemacht worden. Und Busche kam dann zu unserem Regiment zurück, kam noch einmal in den Einsatz und wurde dann zum letzten und schwersten Mal verwundet, verlor ein Bein und schied dann für alle weiteren Aktionen aus. Das andere Zentrum der Macht, der Obersalzberg, Hitlers Residenz in den Alpen. Hier soll der nächste Anschlag auf den Diktator stattfinden, bei einer Lagebesprechung. Ein junger Ordonnanzoffizier soll Hitler töten. Eberhard von Breitenbuch. So wie Vater das erzählte, hat ihm also der Tresco bei seinem Antrittsbesuch so ziemlich deutlich mit den Worten, Sie sind nicht wegen Ihrer schönen blauen Augen hier, sondern Sie sind hier, weil wir um Ihre politische Einstellung wissen und weil wir Sie brauchen als Helfer, um ein Attentat gegen Adolf Hitler auszuführen. Der hitlertreue General Busch wird immer wieder beim Kriegsherrn vorstellig. Die Chance für seinen Adjutanten Breitenbuch. Er solle Hitler mit Hilfe einer Bombe beseitigen. Und da hat es mein Vater abgelehnt und hat gesagt, das mache ich nicht. Ich habe keine Möglichkeit, mit diesem Ding zu üben. Und ich habe kein zweites Exemplar. Und außerdem ist mir das unheimlich und ich kann damit nicht umgehen. Aber ich erkläre mich bereit zu diesem Attentat. Ich will den Adolf Hitler umbringen. Das mache ich aber mit der Pistole. Für den Termin auf dem Obersalzberg nimmt er 2 Pistolen mit. Seine Dienstwaffe und die fürs Attentat. Ja, und da hat er einige Tage vorher, nachdem der Termin festlag, meiner Mutter seine persönlichen Dinge wie Ehering und Siegelring, die Armbanduhr zugeschickt und sie hat dann eigentlich nicht damit gerechnet, ihn noch mal leben zu sehen. 11. März 1944, Lagebesprechung bei Hitler. Breitenbuch gibt seine Dienstpistole ab.
Kommt nun der Moment, an dem das Ende des Regimes besiegelt wird, an dem der Lauf der Geschichte sich ändert? Dann das Unfassbare. An diesem Tag wird den Adjutanten der Zutritt verwehrt, ohne Angabe von Gründen. So hat mein Vater also mit der geladenen Pistole einige Stunden in dem Warteraum gesessen und hat immer gedacht, er müsste jetzt jeden Moment verhaftet werden, weil er sich nicht erklären konnte, warum er nicht vorgelassen wurde. Es war das erste und wohl auch das einzige Mal, dass sowas vorgekommen ist. Wieder eine verpasste Chance? Er muss extrem nervös gewesen sein und sehr unruhig und ängstlich, dass man ihm auch diese Nervosität anmerkt. Und er hat auch immer sich Zeit seines Lebens verwundert geäußert, dass man ihm, dass nicht irgendjemand gemerkt hat, was da eigentlich abgelaufen ist und dass man nicht draufgekommen ist, was er da vorgehabt hatte. Waren all die Versuche vergebens? Dass es sozusagen eine Demonstration dessen sein sollte, dass Deutschland nicht durch und durch schlecht war. Dass eben nicht alle Deutschen Juden umbrachten und sich dem Nationalsozialismus ergeben, untergeordnet haben, sondern dass es eben doch eine Gruppe anständiger Menschen gab, die das, was dort ablief, als Verbrechen erkannt haben und sich dagegen stellten. Dass das Rad der Zeit nicht zurückzudrehen war, war auch diesen Widerstandskämpfern klar. Und doch geben sie die Hoffnung nicht auf. Vielleicht war dieses Scheitern in den Augen der Widerstandsgruppe dann auch der Grund dafür, dass man sagt, also wir müssen jetzt noch mal neu anfangen. Auf diese Art und Weise soll es uns offenbar nicht gelingen. Schon bald wird ein neuer Plan entstehen, Hitler zu töten.